Ja, okay, wir sind wieder hier. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Das hat überhaupt nicht Hey! lang gedauert, aber egal. Es passt Ja, schon. wenn er Sachen offscreen macht, dann macht er die immer ziemlich fix. Das ist Ja, so. ist irgendwie lustig. Bis auf Mega Man. So, okay. Und hier! Unsere letzte Welt! Oh, World of Warcraft! Oh My yeah! favorite video game! Ich hab keine Ahnung, was ich. Warte mal. Meinst du, das habe ich echt nur voll lange gespielt? Kann ich hier irgendwie Login machen? Das wäre voll lustig. Es geht, sicherlich. Account Name, okay, dann halt nicht. Ah, oh, ich kann hier was eingeben. Und wie ist dein Account denn, Boschi? Okay, nein. Ich muss hier nur, wie nennen wir uns? Ich nenne mich Glogor. Pene. E. Ich kann kein P, ich kann kein P eingeben. Ah, doch, kann ich. Inop. Enorm. Nein, egal was wir eingeben, aber egal. Wir nennen uns einfach Lord Gaben. Lord. Space! Odd Space, perfekt! Odd Space, yeah! Odd Space, Oh yeah! Mann. Wir sind Okay. Mighty Warrior Odd Nein, Space. okay, wir nennen uns. Ich weiß nicht, der Druck ist viel zu groß. Hey. Se. Sehr klackeln. Ach, ja, positive! Ah, positive. Positive! Okay, nearby Questgiver. Oh mein Gott, World of Warcraft. Positive. Los, positive. Okay, wir müssen warten. Irgendwas Böses passiert doch jetzt bestimmt. Okay. Oh mein Gott, ist das geil. Ja, Das erinnert schon. mich an meine alte WoW-Zeit. Oh! Das ist das Taugengebiet, wollte ich gerade sagen. Ah. Ich habe Orks. vergessen, wie es heißt. Hochrotger? Nee. Ich habe keine Ahnung, aber egal. Ah. Ja, wie hieß das Taugengebiet? Scheiße. Okay, so lange habe ich auch nicht World of Warcraft gespielt, sonst wüsste ich das jetzt noch. Weil ich weiß, dass ich Oh! mal. Oh! Ah! Okay, wir müssen uns beeilen. Weil ich weiß, dass ich mal einen Tauben als Charakter hatte. Einen Tauben? Einen Tauren! Meine Fresse, Eine was ist Taube. los? Ich verspreche mich heute die ganze Zeit. So, ich schaff das. Oh, geschafft. Warte mal, ich Oh, glaube, einen geschafft. Tauren. Einen Oh, Tauren weg schnell. gemacht. Oh, geschafft. Okay. Gucken, in welche Welt du jetzt kommst. Oh ja, wieder. Okay, in welches Gebiet wahrscheinlich? Ich habe World of Warcraft nie gespielt, muss ich sagen, also. Oh. Ah, ich kenne die Gebiete jetzt auch nicht aus dem Kopf, das ist das Blöde. Aber ich weiß, welches Sie was kommen es dir jetzt sicherlich gibt. So. bekannt vor. Also ich muss dazu sagen, ich war Horde-Spieler. Das hier ist jetzt Allianz-Shit. Das ist jetzt hier die Oh. Hauptstadt von den Menschen, glaube ich. Aber ich weiß Steine. verdammt nochmal nicht mehr, wie die hieß. Steine. Die fallen irgendwie random. Ja, die fallen random. Aber ich muss sagen, ich liebe diese Welt. Das ist so. Alles Oh. in diesem Spiel ist so retro und das hier ist so richtig. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott, ja! Ich kann hier nicht springen. Ich kann hier nicht springen. Das ist richtig nervig, muss ich sagen. Jeez. Aber es geht recht ruckzuck. Okay. Ah, okay. Kann ich das nicht irgendwie so machen? Also, nee. Irgendeine magische Kraft unterbindet es. Ich muss hier starten, ansonsten geht das nicht. Ah. Verdammt. Da fallen Steine runter. Geschafft. Ja, durch. Ja. Oh! Ja, Nein! nein. Hast geschafft. Das ist aber schön, das ist wirklich schön gemacht. Weil der hat wahrscheinlich einfach nur einer so schlechte Screenshots von WoW aufgenommen und hat dann Kann den sein. Scheiß eingebaut. So, okay. Aber es ist trotzdem voll lustig. Okay. Was? Wie Gegen jetzt? was springst du denn da? Du springst gegen irgendwas, wo Ich du spring nicht. gegen nichts, ich kann nicht springen bei Wahrscheinlich dem musst Ding. du, vielleicht musst du auch einfach nur den Screen überleben. Kann auch sein, aber. Weil Na komm. irgendwie, wenn du da ganz rechts bist, dann stirbst du automatisch. Hört auf, so random zu fallen. Ich bin Boschi. Niemand kann mich aufhalten. Das stimmt, die fallen wirklich random. Ha! Bin Fostefe. Fostef, ja, Fostef. Jetzt im Nachhinein fällt mir so ein, wir hätten uns doch einen besseren Namen überlegen können, weil wenn man den fast die ganze Zeit überträgt, dann Ist ist schon egal. doof. Ha, geschafft. Ja. Oh, King King. Varian Wirren. King of Rin. Stormwind. Wer ist das? Storm ist erst genau Sturmwind, so hieß die Hauptstadt von den Menschen. Ah, oh, look at him. Ah. Oh, eine Quest. Greetings, Greetings, Adventure. Adventurer. Okay, hey du. That a new threat has come and it must be eliminated at once. You look like the perfect fit for the job. If you complete my task, a big reward awaits you. Yes, I accept your challenge. Never. Never.
Er mag mich nicht. Okay. Yes! I accept the challenge. Und was jetzt kommt? Oh no! Please, die Welt war so schön. Könnt ihr das nicht machen? Weißt du, was jetzt kommt? Ja, sieh ich doch. Die drei Wahnsinnigen. Oh, ja, die Cheater-Man. Auf geht's. Oh Gott. Oh Gott. Das wird, okay, warte. Ich will da einen guten Charakter nehmen. Das ist so eine schöne Welt. Und sie wurde so verhunzt. Hyper! Aber ich finde es ziemlich doof, dass man sich nicht in mehr Horde-Gebieten aufhält. Warum die ganze Zeit Allianz? Allianz hat zwei Screens und Horde... Okay, Horde hat auch zwei Screens. Aber Horde-Welt war viel kürzer und schneller erledigt, ja. Okay. Das ist übrigens unser letzter Boss. Danach gibt's nichts mehr. Dann haben wir dieses Projekt beendet. Ich habe auch schon vorhin gesagt, dass das hier der schwerste Boss ist, den es jemals hier in diesem Scheißspiel gegeben hat. Okay. Das ist etwas schwer, muss ich sagen. Auf geht's. Oh mein. Das könnt's doch nicht machen. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? So haben doch gerade erst die Solgrim-Krise hinter sich. Da können sie doch nicht schon wieder so was machen. Ich glaube, den kann ich auch nicht mal. Den kann ich nicht, glaube ich, schaden. Sie werden auf dem Straßen. Oh! Er ist extrem böse. Guck, wie böse er ist. Er blockt einfach alles ab. Beim ersten Mal hast du ihn am längsten überlebt. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt war das da gerade deine. Ja, das war das längste. Ab geht's. Aber das Gute ist, dabei läuft die fancy Musik. Ja, das muss ich sagen. Die ist gut. Okay, ich will wissen, was er danach macht. Ja, ist klar. Oh, den Shit, den er schon mal gemacht hat. Ja! Bauhaus. Und jetzt? Komischer Typi. Wer ist das? Ist das Flash? Kenn den nicht. Erinnert mich irgendwie an Punch-Out, an den Little Mac, weil wegen Jogginganzug. Der wird auf jeden Fall immer schneller. Ja. Wahrscheinlich muss ich ihn abschießen. Alter. Das musst du erstmal überleben, bevor du ihn überhaupt hitten kannst. Ja. Du kannst ihn vorhin. Na komm mal, wird immer schneller. Ich will mal sehen, wie schneller werden kann. Ja, aber. Alter! Das kann nicht denn ernst sein? Das musst du ja komplett überleben, die Phase. Guck mal, wie schnell der wird! Wie soll man denn da ausweichen? Alter. Ja, aber nee, gotta go fast. Ja, aber irgendwie muss doch da mal was passieren. Ich meine, du kannst ja weder den Gegner verletzen noch sonst was. Das ist ja quasi dann einfach, der wird dann immer schneller und Oh Gott. Böse. Ist etwas schwer. Ja. Etwas ist gut. Das ist, also, es ist. Kann auch einfach anschießen, um diese Scheiße hier. Es ist nicht untertrieben, dass das der schwerste Kampf sein soll. Das ist. Oh, fast geschafft. Tornado Face. Fast die erste Phase von der. Irgendwann werde ich es auch gut hinkriegen, glaube ich. Die erste Phase von der Vorbereitung für die erste Phase. Ja. Okay. Ich muss sagen, der ist schwer. Interessante Statistik, du hast bis jetzt 1089 Tode. Ich muss da richtig schnell sein. Sekunde. Fostiffe, ich bin Fostiffe. Sorry, ich habe mich geirrt. Das ist ja ganz die Todesanzeige. Das ist ja Sekunden. Ja! Ey! Rennt total gegen mich. Okay, wo muss ich stehen? Das hier ist heftig. Ungefähr hier muss ich stehen. Um nicht getroffen zu werden, ich hab's gesehen. Auf geht's, ich will accepten. Ja, aber die Musik ist gut. Ist das noch ziemlich, ziemlich cool mit dem Quest und Annehmen und so, aber. Ja, aber dann wird's richtig nervig. Ja, ja. Das dauert ja nicht so lange, also. Ich wollte doch springen! Oh, ducken. Auf geht's! Nein.
Oh. Ups, zu früh. Auf geht's. Nix Greetings, Adventurer. Ich bin Simon Belmont. Okay, so, okay, jetzt muss ich hier irgendwo stehen. Okay, ja. Das wird so nervig. Yay, ich freue mich schon ganz doll auf die 1500 Phasen von diesem Bosskampf. Ah, Mann! Auf geht's. Ups. Wieso springe ich da? Auf geht's. Ups. Ich komme da irgendwie gar nicht zurecht damit. Oh. So, ich muss mich konzentrieren. Okay. Was soll ich denn in meiner Zeit? Ich muss ja die Leute unterhalten, wenn Claudio sich konzentriert. You died. You died. Also, folgendermaßen, Handel ist Wandel und die deutsche Demokratie. Ich weiß nicht. Beste, beste, ja, wunderschön. Ich weiß es nicht. Handel ist Wandel und ja, Deutschland Demokratie. bla bla, Politdiskussion. So, okay, ja. So, wir hier. Okay, nein, etwas weiter rechts muss ich stehen. Ich bin auf dir! Ey! Was ist hier? Okay, ja, ich verstehe, ich muss dann nach links gehen. Das ist interessant. Das ist gar kein so schwerer Bossfight, aber. Doch, ist er. gar keine so schwere erste Phase, sollte ich sagen. Ja, doch. Wow. Okay. Ich bin I accept it. Ich find's lustig, hier guck mal, er hält 200 aus. Und er hat 0 davon. 0 Leben davon hat er. Ja. Das füllt sich gleich alles auf. Er hat nämlich vorher keine Lust darauf. Sterben. Okay. Du bist zwar ganz am Anfang sicher, aber dann musst du irgendwo anders hingehen, weil die ja auch in die andere Richtung fliegen. Oh, das wird ganz toll, das wird ganz toll. Du wirst in diesem Bosskampf erneut verzweifeln. Das war gut. Das war schon gut, ja. Da aber kommt die Waube aus. Ich glaube, du wirst deinen Seelenfrieden so schnell nicht finden. Ich glaube schon. Wenn du dieses Projekt abgeschlossen hast, also diesen Kampf beendet hast, dann kann ich jedes Spiel jetzt playen. Ja, aber auf jeden Fall hast du dann eine schwere Hürde hinter dich gebracht. Eine Hürde, die dich vorbereitet auf dein weiteres Leben. Oder auch nicht. Vielleicht hast du aber auch einfach nur ein verdammt schweres Videospiel durchgespielt und du hast ein Video bewahrt, das einen interessiert, was er hat. Ich muss wirklich sagen, ich mag das Spiel sehr. Ja, es ist schon sehr cool. Es ist ein cooles Spiel, aber etwas zu schwer. Man kann ja auch hier so beim Endkampf, oder beim letzten Kampf mal so ein kleines Resümee geben. Ja, klar, Ryu ist ja nicht viel zu groß oder so. Kleines Resümee geben, wie dieses Let's Play so im Gesamten. Werde ich machen. Aber jetzt noch nicht. Okay, mit Ryu wird es nie was. Aber jetzt, da du es angekündigt hast, weißt du, dass es was Großes wird. Es gibt nur einen wahren Held. Nur einen. Pedobär. Tier gegen Tier. Cheetah Man gegen Pedobär. Er ist für dich da, wenn du ihn brauchst. Das ist der Pedobär. Oh Gott. Ich will nicht, dass er für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Ich brauche ihn nämlich nie. Oh, das war knapp. Ja, aber wenn du ihn brauchst, dann ist er da. Ja? Oho! Ja, ich muss ihn abschießen. Oh, oh. Ist das einer von den Cheaterman? Kann das sein? Nee, ich denk nicht. Okay, geschafft. Ist der? Oh! Wuppies! Babies! Ist der zweite Cheaterman? Ja,
Aber die haben noch nicht mal eine Lebensanzeige, verdammte Scheiße. Ja. Wie lange es dauert, bis du denen überhaupt mal Leben abgesetzt? Okay, dann macht wieder eine schöne neue Plattform, interessant. Was macht er als nächstes? Ein Affe! Er lässt einen Affen fallen, der Bananen fallen lässt. Oh mein Gott, das ist so eine unendliche Todesschleife, den Affen musst du wahrscheinlich... Guck mal, der Affe wird immer rot. Oh nee, der Affe... Oh, oh, shit! Der Affe rastet aus. Uga Uga. Okay. Alter. Ich finde den Bosskampf lustig. Aber schwer. Vitamins haben sehr interessante Attacken, muss ich sagen. Ja, finde ich nicht lustig. Wahrscheinlich weitaus bessere Attacken, als ihr ursprünglicher Erfinder für sie erdacht hatte. Ja. Hier, guck mal Pedobär an, der streckt seine Hand hoch. Heil! Ich finde das lustig. Damit darf ich mal in deine Rüstung fassen. So, okay. Der Pedobär begrapscht den Menschenkönig in World of Warcraft, das ist uncool. Alter. Die Wauwau sind böse. Fucking Puppies. Touch. Findest du auch den Begriff Puppies für Hundewelpen voll pseudo verniedlicht? Puppies. Ja, ist irgendwie komisch. Ich find's lustig, ne? Wie man von Dog auf Puppy kommt. Ja, ne? Es ist wieder sowas Interessantes wie diese ganzen Wörter, die wir schon mal in einem anderen Part hinterfragt haben. Ja. Puppy. Und bei Katzenbabys heißen Kittens. Das ja, macht Kittens. Ja noch Sinn. Halt Kitten oder Kitten halt. Man kann auch Doggy sagen, aber dann denkt man an Doggy-Style. Ja, und deswegen heißen sie Puppies. Aber ich kann den die Herkunft nicht nachvollziehen oder warum das nicht einfach dann in die Ursprungsform des Wortes genommen wurde und verniedlicht wurde. So wie bei Katzen. Cats, Kittens. Ja. Ja. Doggy. Aber sag mir mal eins, wie kommst du von Pferd auf Fohlen? Gute Frage. Ach, was ist denn da das? Haben wir es ja wieder. Das ist wieder so eine komische Tierverniedlichung. Warte mal, irgendwas anderes, was noch? Kuhkalb. Ja, Kuhkalb, okay. Jo. Kalb? Ja, wie kommt man auf Kalb? Reh und Rehkitz. Man könnte es auch einfach Küchen nennen. Küchen. Küchen, achso. Ich hab Küche verstanden. Ja, Küche. Ja, indirekt liegt das ja zusammen. Also Kalbschnitzel ist schon lecker. Ja. Oh. Lamm und Schaf. Lamm und Schaf. Du hast ja einen Hasen. Wie heißen denn Hasenbabys? Heißen die Häschen oder haben die einen anderen? Ich denke einfach nur Hasenbabys. Nein, Häschen. Nee, Hasenbabys. Das musst du verniedlichen. Face antatschen. Es muss eine Verniedlichung sein. Wenn es keine Verniedlichung ist, dann ist es keine Verniedlichung. Ja, doch. Autsch. Der Stachel hat mich gepiekt. Touch. So much pain. Komm mal, voll die Disco geht im Hintergrund ab. Piu. Finde ich geil. Nigga. Ansonsten wird das hier der letzte Part von I Wanna Be the Boshi. Nein, du wirst ja noch einen Part machen, nachdem du den Kampf. Du kann ja sein, dass du den Kampf dann sagst, du machst den offscreen, ja? Aber dann würde ich trotzdem noch so einen letzten Part machen, wo dann was sagst, so, ich habe den Kampf geschafft. Und das hier ist noch mein kurzes Fazit zum Let's Play und... Wer bin ich denn? Das kannst du einfach noch an dem Part hinten dran schneiden. Verstehst du, was ich meine? Nein. Ja, wird als Einzelpart hochgeladen. Au. Die will bestimmen und töten mich. Vor allem, wie macht er die überhaupt? Ich verstehe das nicht. Er springt einfach hin und her.
Aber weißt du, ich glaube, wenn dieses Video hochgeladen ist, haben wir vielleicht schon eine Idee, was wir danach mal zusammen let's playen können. Ja. Weil momentan steht da ja noch einiges in den, stehen ja noch einige Fragen offen. Was und wie. Also wie gesagt, ich hätte mal wieder richtig Bock auf irgendein Rätsel-Game. Professor Layton. Wo man einfach zusammen auch überlegen kann. Autsch! Er hat mich in den Po gepiekst. Ich denke, Dingsy, ich nehme Quote. Einfach weil Quote cool ist. Quote. Hab ich übrigens auch freigeschaltet. Hallo. Was, von wo ist Quote? Von Cave Story. Auch ein schönes Spiel. Werde ich vielleicht auch noch Let's Playen. Ui. Ich mag Cave Story. Das ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Autsch. Ist aber kein älteres Spiel, gell? Na, Cave Story ist schon recht alt. Schon ein paar Echt? Jahre. Also, Doshi. Steam, oder? Ja, Steam, auf Steam gibt's das. Hm. Es war früher Freeware. Also, man konnte es umsonst haben. Achso. Hab's leider nicht mehr umsonst. Sonst würde ich spielen. Aber ich weiß nicht, ob es extrem viele Updates gab oder sonst was. Keine Ahnung, irgendwas muss ich ja verändert haben, wenn die mittlerweile dafür Geld verlangen. Ja. Ich wollte gerade mal gucken, was das kostet. So 9,99. Ich hab's auf meiner Wunschliste. Okay. Ah, Dark Souls 3, wann kommt das denn jetzt eigentlich raus? 12. April. Hm. Verrückt. Ist ja auch schon bald. Ein Uncharted kommt auch bald raus. Topseller. Was ist denn Stardew Valley? Sieht auch wieder so, oh, das ist auch wieder so ein Pixel MMO oder nicht MMO, so ein Pixel RPG. Ich hasse diesen Angriff. Mangre, das ist bestimmt gar nicht so schwer, aber ich stelle mich halt einfach so extrem blöd an. Ja, sag das nicht. Wieso sind solche Spiele Topseller auf Steam? Verstehe ich nicht. Okay, Arma 3 kann ich vielleicht noch nachvollziehen, aber... Was ist denn Factorio? Das sieht ja interessant aus. Das ist Factorio's Game about building and creating automatic factories. Okay, okay. Lol, I died. Lol, also quasi so SimCity-Style, nur so rein mit Fabriken. Okay, vielleicht doch etwas... Sieht aus wie ein Power Ranger, muss ich sagen. Go, go, Power Ranger. Oh, der Bier-Simulator, geil. Was? Also Bär-Simulator, nicht mehr. Also, Bär. Ich hasse es, wenn man dazu Bier sagt. Oh! Bär-Simulator. Ja, Bär. Einfach Bär, wie Bär. It's a game where you play as a bear and explore stuff. Das ist toll. Wahrscheinlich wieder so ein random Fuck-Spiel. Was einfach total sinnlos ist und voll den Hype auslöst, und dann Let's Play das jeder. Ja, genau wie I Am Bread. Oder Goat Simulator oder sonst irgendwas. Goat Simulator habe ich ja damals auch Let's Played, aber. Ja, das war lustig. Weil ich ihn mochte. Das ist auch schön sinnlos. Sieht wieder genauso dumm aus. Fight against everyone's creatures, bla bla. Und allein auf den Bildern sind wieder jede Menge Easter Eggs zu sehen. Ja, das ist definitiv ein lustig gemeintes Spiel. Wobei die Frage ist, sind diese lustig gemeinten Simulator wirklich so Projekte, wo Herz reingeflossen ist, oder sind das einfach nur absichtlich schlecht programmierte Spiele, mit denen man Geld machen kann, weil irgendwelche Leute die Let's Play. Das ist immer die Frage bei sowas. Beim Goat Simulator, der war ja einer der ersten, da glaube ich wirklich, dass die da einfach wirklich, wirklich ein Scheißspiel Let's Playen wollten und dass es dann nicht aus Gründen war, die jetzt irgendwie finanziell waren. Aber ja. Bei allem, was danach kam, sowas wie der Gras Simulator oder sowas, ist so unnötiger Schaden. Okay, ich denke, das wird der letzte Versuch hier und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ja, was passiert denn dann? Ist das dann hier jetzt offiziell der letzte Nein, Part? Nein, ist es nicht. Sicherlich nicht. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Und mal sehen, wie ich das anstellen werde. Okay, tschüss. Okay, ciao.